Mein Name ist Karl-Heinz Berger. Ich habe 47 Jahre hier bei der Firma Hendrez als Werkzeugmacher gearbeitet. Hier in diesem Industriemuseum läuft alles noch wie vor 100 Jahren. Wir stellen hier Scherenrohlinge her. Diese Scherenrohlinge werden auch weiter an die Solinger Industrie verkauft. Und wir wollen gleich mal hier durchgehen und uns dann angucken, wie so ein Scherenrohling hergestellt wird. Da müssen wir verschiedene Arbeitsgänge ablaufen hier. Wir befinden uns jetzt hier in der Schneiderei, wo als erstes die Spaltstücke hergestellt werden, die von hier aus in die Schmiede kommen, zu dem Gesenkschmied, der dann auf dem Hammer den Scherenrohling schmiedet. Beim Gesenkebau ist das Wichtigste diese Leisten hier. Wir haben die Leisten noch von der Gründerzeit bis heute. Wir haben einen riesen Werkzeugkeller. Der Gesenkeblock auf 1200 Grad erhitzt, dann wird unterm Hammer dieser Leisten eingeschlagen oder eingesenkt, damit wir die Form komplett im Gesenkeblock haben. Und dieser Gesenkeblock, der wird dann anschließend auf Maß gehobelt. Können wir hier zeigen. Hier haben wir das freigelegt, schräg. Und dann, damit ja nachher richtig beim Schmieden dieser Schere auch rauskommt, müssen wir mit solchen kleinen Rüffelfeilen immer einen Schmiedekonus dran feilen. Das heißt, die komplette Form von unten nach oben schräg feilen. Das ist bei so einem Modell einfach, aber wenn Sie so kleine Stickscheren haben, ist das schon eine ganz schwierige Geschichte. Hier im Werkzeugkeller sind weit über 1000 Scherenmodelle gelagert. Das heißt, die Werkzeuge für die Scheren, die alle bei Hendrez entwickelt worden sind, 850 Schlüsselmodelle, und dieser Keller hat einen historischen Wert. Hier die ganzen Werkzeuge, die hier sind, sind von der Gründerzeit von 1886 bis heute. Jo, wir stehen hier im Dieselraum. Hier ist das Herzstück der Firma Hendrez. Diese Maschine hat über diese Seile und über diese Transmission den kompletten Betrieb angetrieben. Und über dieses Schwungrad von 5 Tonnen gleichzeitig einen Generator und eigenen Strom hergestellt. Der letzte Arbeitsgang für den Scherenrohling ist hier im Lager. Er wird jetzt zu Hunderten gebündelt und liegt dann hier bereit zum Versand. Kommen Sie ruhig hier vorbei, gucken Sie sich das an in einer historischen Gesenkschmiede, die über 100 Jahre alt ist. Die werden hier von unseren Mitarbeitern betreut. Sie stehen Ihnen auch Rede und Antwort, wenn Sie Fragen haben.